Yo, hier spricht euer Darth Bartiat. Oder so in etwa. Hehe. gibt's da was zu holen oder ist das einfach, dass ich da rein muss? Nö, da muss ich einfach rein. Ach du Scheiße. Da gibt, das ist die Maschinerie. Das erinnert mich natürlich wieder an Episode 3. Oder was, 2? Ne, es war 2, wo er sein... Moment, 3 oder 2? Ich bin mir da nicht mehr ganz sicher. Da, wo sie auf dem Fließband sind, also wo... Also... Mir wird angezeigt, dass ein weiteres Lasertor zwischen euch und der Kommandobrücke aktiviert wurde. Sucht seinen Generator und zerstört ihn. Nein, das wollte ich jetzt. Ach, die schmeißen mit Bomben nach mir wieder. Richtig frech, diese Typen. Ach, ist das geil, oder? Wie sie pulverisiert werden. So, okay. Wie schalte ich das ab? Da sind die Generatoren wahrscheinlich. Ja. Aber da war auch... Oh Gott, ja, da war auch gerade... Ich wollte gerade sagen, da war auch irgendwas verdeckt. Ja, schieß mich doch nicht so ab. Das ist asozial. Habe ich etwas abgeschalten. Ja. Also schaue ich noch da oben, ob es irgendwas zum Entdecken gibt. Ich denke schon. Ja, komm. Machtkraftsphäre freigeschalten anscheinend. Da ist nix. Satz mir nix, da war wohl nix. Oh, aber da war was. Wieder 10.000 Machtpunkte. Es zahlt sich richtig aus, sich da umzusehen bei Star Wars The Force Unleashed. Ist eine reine Tatsache. Ja, ich kann auch darauf hüpfen. Nö, das hast du dir jetzt nicht gedacht. Ja, Star Wars The Force Unleashed, hätte ich vielleicht im ersten Part erwähnt, ist nur ein kurzer Zwischenstopp, weil Max Payne bringe ich irgendwie nicht zum Laufen mit der Auflösung her. Das will so nicht meine Einstellung übernehmen, wie ich es will. Soweit. Kota ist direkt über euch. Rauf geht's. Und jetzt wird als nächstes Projekt wahrscheinlich Spec Ops The Line oder L.A. Noire kommen. Bin mir noch nicht sicher. Kommt darauf an, wie weit ich mit Assassin's Creed 3 dann bin. Mass Effect wird doch noch ein bisschen länger dauern. Oh. Ein Junge. Monatelang greife ich Imperiale an und Vader schickt einen Jungen. Tja, wirst schon sehen, was du von dem Jungen hast. Weil so schwach ist dieser Junge nicht. Hast du gar nichts gelehrt? Du hast noch viel über die Macht zu lernen. Du auch anscheinend. Boah, das war heftig, ja. Das gebe ich zu. Ich will das nicht tun, Junge. Komm, komm, komm. Boah, der hat aber echt Moves drauf. Dieser alte Hauding da. Ah, den habe ich mal down. Du bist stärker als ich dachte. Doch ich kann dich nicht schonen, Junge.
Ich schicke deine Asche Lord Vader zurück. Alter, du kranke Sau. Komm. Oh, dieser Schlag. Aber der will sich doch selbst umbringen, das. Komm. Ja, das ist so Rückenangriff. Diese Kombos jetzt, der letzte Kombo, der hilft glaube ich dann schon in Zukunft, wenn ich den noch ausweite. Ach, wie könnte ich den überhaupt ausweichen? Ich weiß nicht, bin mir nicht sicher. Oh yeah. Ah, scheiße. So, jetzt hat's aber funktioniert. So, Bonusziel erfüllt. Vader glaubt, er hat dich. Doch ich spüre die Zukunft. Vader wird nicht immer dein Meister sein. Ich spüre nur mich. Geiler Move. Geiler Move. Besiegte Gegner. Okay. Sammle alle Holocrons. Nur 6 von 15 sind denn Holocrons. Machtpunkte habe ich ziemlich viel gesammelt. Meister Kota ist tot? Ja. Sein Lichtschwert. Meine Spione haben noch einen Jedi gefunden. Castamparatus ist viel stärker als du. Ich erwarte nicht, dass du überlebst. Solltest du ihn vernichten, bist du deiner Bestimmung ein Stück näher. Imperator. Ja. Nur gemeinsam können wir ihn besiegen. Ich werde euch nicht enttäuschen, mein Meister. Unglaublich. Das sieht aus wie der Jedi-Tempel auf Coruscant. Proxy, registrierst du irgendwelche Kommunikation? Zu viel zum Entziffern. Ich höre tausende Droiden, die sich alle einander zurufen. Wir gehen Droiden zum Sterben hin. Setzt uns so nah an dem Ding ab, wie es geht. Das mache ich, aber es gibt nicht viele Lichtungen. Ihr müsst den Tempel zu Fuß aufsuchen. Kein schöner Ort, finde ich. Ich kehre auf eine niedrige Umlaufbahn zurück. Die Scanner zeigen an, dass ihr einen Weg durch den großen Hyperantriebskern finden müsst. Wenn ihr drüben seid, solltet ihr den Schrotttempel erreichen können. Nö, das gefällt mir überhaupt nicht, wie du da angezogen bist. Aus dem ja, Spiel speichern mal. So. Und jetzt Lichtschwert ändern in eine andere Farbe. Rot, ja. Ist auch nicht schlecht, aber. Aha. Okay. Passt, dann hätte ich das mal geändert. Und das Kostüm wollen wir auch noch ändern. Ich will ja das von Darth Maul.
ist es denn? Irgendwo weiter rechts. Da ist es. Bestätigen. Kostümwechsel bestätigt. Neuladen. Ich habe ja vorher gespeichert. Hoffe, das hat auch so gespeichert, wie ich es wollte. Was? Ich sehe jetzt auch aus wie er. Nö, das brauche ich wirklich nicht. Nein, danke. Tut mir leid, Leute, der Part ist auch gleich vorbei. Ich wollte euch das nur zeigen und dann machen wir mit der... Was? Geistschüler? Animationsstil. Wie komme ich denn wieder zum Original-Skin? Und sonst mache ich Panzer des dunklen Lords. Jetzt auch nicht so tragisch. Ach so, da sind sie. Machen wir wieder die da. Ich dachte nur, ich bekomme dann den Anzug, also die Jedi-Kleidung von Darth Maul, die Sith-Kleidung. Aber war ja doch nicht so. Ja! Habe ich, aber das Lichtschwert passt auch nicht ganz. Meine Güte, gibt's da viel zum Einstellen. Ach so, es ist nur der Energiekristall. Roter Kristall, die anderen Farben. Schade. Ja gut, wenigstens zusätzlicher Schaden. Speichern wir nochmal. Und ich sag, wir sehen uns das nächste Mal wieder hier in dieser zerstörten Landschaft. Ich sag, danke fürs Zusehen. Euer Meister Bazian LP.